der an diesem Wochenende gemeinsam mit Thomas Schröder ja unterwegs ist und mit Luca Schröder. Und für das Team Koch-Koch dürfen wir Entwarnung geben. Die sind nicht im Pflanzgarten eingeschlagen. Wir geben jetzt mal die Stadtnummer bekannt. Und wer es war, Olli? 378, Dr. Erich Zanders, Joachim Ritter und Thomas Kappeler. Den werden wir auch noch sehen morgen beim 24-Stunden-Rennen. Fährt auf dem Cup Porsche mit Hennes und Gerling. Ja, und da gab es, wie gesagt, den Einschlag vorne links doch heftig beschädigt. Das Auto, Fahrer ist aber wohl auf. Ja. Macht doch böse am Grinsen, zeigt da, zieh mich da hinten raus. Alles gut, nicht so tragisch. Sehen die Zeitlupe, ja, da gibt es eine Berührung. Und dann wird er weggedreht und schlägt da, au, ja. Kurz vor dem Sprung in Pflanzgarten 1 schlägt er ein und dann noch ein zweites Mal. Wirklich schlägt frontal in die Leitplanke, dann dreht sich um 360 Grad und schlägt dann nochmal frontal ein. Also das war schon nicht ohne der Unfall. Das gab schon ja, zweimal wirklich einen bösen Schlag aufs Auto. Ich denke mal, an eine Weiterfahrt ist definitiv nicht mehr zu denken. Aber wichtigste, Jörg, der Fahrer ist raus und ist wohl auf. So ist es. Und wir haben auch gesehen, dass die Spitze mit dem BMW M1 hier eine absolut schnellste Zeit nach der anderen in den Sektoren aneinander reiht. Klar, wir haben jetzt mal absolut freie Fahrt in dieser Runde gehabt, bis auf diese Stelle, wo man gerade durch muss. Denn auch die Verfolger haben wir gerade erlebt. Den fünftplatzierten Heiko Hammel, dort hinter die Mannschaft von Schipanski und Klaase auf der sechsten Position, werden sie nicht mehr sein. Denn der Schumann, der 635er CS